Und Luma kommt wieder auf die Stage, die eilt hoch. Eine sehr gute Entscheidung in dem Fall, eine sehr gute Entscheidung. Er hätte vielleicht nicht konventionell auf die Stage kommen sollen, weil er bei über 100% tatsächlich eine ungefähr 10-mal so lange Animation zum Draufkommen hat. Aber Luma rackt hier gut Prozente und wird von einer Dash Attack fast getötet. Aber nicht. Oh! Nice Back Air. Der Leon traut sich auch was, geht auch mal raus, ja. Das macht er im Brawl genauso, wurde mir gerade mitgeteilt von Bloody, einem sehr guten Spieler in einem, wie ich finde, minderwertigen Spiel. Und Luma mit dem Edge Guard schafft er es. Ja, wird hier die Edge aber beansprucht von Luma. Und da ist gerade jemand durchs Bild gelaufen. Ich glaube, er nennt sich Lance. Und er hat ein ziemlich verstörendes Bild von Schrödingers Katze auf seinem T-Shirt und ist ein ziemlich lecker aussehendes Sandwich. Luma hat währenddessen den dritten Stock von Leon ziehen können. Nee, Leon den ersten von Luma? Nee, Leon. Luma den dritten von Leon. So. Ich habe mich viel zu sehr mit Katzen und Sandwiches beschäftigt. Weiter zum Match. Oh, nice. Er ist rangekommen. Es hätte gepunished werden können, weil er tatsächlich in der Luft war und eine kurze Flugphase zur Edge runter hatte, in der er verwundbar war. Leon sehr geduldig an der Ecke am Warten. Läuft bei ihm. Und Luma mit einem gesamten Stock Vorsprung. Was nichts zu heißen hat, denn wie wir alle wissen, could go either way, man. Could go either way. Auch wenn es kein Marktattoo ist, sicher ist es nicht, wird von Bloody gerade eingeworfen. Wobei er wahrscheinlich was völlig anderes meinte, weil er sich für dieses minderwertige Spiel interessiert und nicht für dieses tolle Spiel, was wir hier gerade beobachten dürfen. Sie sehen Marvel vs. Capcom 3. Hier werden wieder die Autokombos mit Sheik gepult. Luma weiß genau, was er da macht. Nice! Nice! Das hat er sehr schön gemacht. Da haben wir eine wundervolle Down-Air zu Forward-Air gesehen. Und die Retreat-Forward-Air. Und das Bracket wird resettet. Reset! Reset! Ist dumm, wenn man selber hypen muss und keiner hat Bock drauf. Ihr seid alle schwul. Außer Askwolf, versteht sich. Und wir kommen jetzt ins tatsächliche Grand Final. Luma gegen Leon. No Jumps. Schmutziger Straßen-Dodgeball. Ja, ich weiß. Wir haben hier eine wundervolle Information reingeworfen bekommen von einer Teilnehmerin des Turniers, die mit dem Mann im Off tatsächlich liiert ist. Wir haben die Information reingestellt bekommen, dass Leon früher sogar mal Melee gespielt hat. Ja, das überrascht uns jetzt alle sicherlich sehr. Woher sie das weiß, fragt sich der Mann im Off. Wir wissen es nicht. Achso, Leon selbst hat sie verraten. Gut, wir starten das Grand Final Set. Oh, mit einem nicen Konter von Leon. Und mit einer schönen Down Smash von Luma, die ein Konter auf ungefähr alles ist, was irgendjemand machen kann. Und nicer Grab. Luma spielt mit Peach wirklich verfickt geduldig. Das gefällt mir sehr gut. Da bekommt er diese Standard-Edgeguard nicht hin, weil Leon an der Kante stand und zwar hinter Luma. Jetzt aber das Standard-Edgeguard logischerweise mit genug Platz für Luma. Und schon wieder. Manche mögen es billig nennen, cheap, schwul, cheating. Akuma steht im Bild, irgendwas. Aber gedownsmashed wird immer und das weiß auch jeder Zuschauer sehr wohl. Oh, Luma mit Angst gesegnet. Aber Luma ist sowas scheißegal. Wir sehen seinem Gesichtsausdruck an, dass sein Kopf komplett leer ist. Er ist gerade in dem Leandertaler-Modus des Jahrtausends einfach gelandet. Downsmash! Leon mit sehr nicem Spacing, was ihm leider keine Combo-Opportunities gibt. Oh, Luma, schön geduppelt und upsmash, gefällt mir sehr gut. Mit dem Turnip den Weg abgeschnitten, mit dem weiteren Turnip einfach Damage Direct und das Billig-Edgeguard zum Edgehog! Und der zweite Stock von Leon geht flöten. Wundervoll, wie der Luma das hier macht. Ich würde Luma dazu raten, das ganze Set über Peach zu bleiben, denn das scheint sehr gut zu funktionieren. Luma wollte die Downsmash machen, die ein ungefähr 700% Verhängnis für Leon hätte sein können, aber er stand tatsächlich zu weit weg. Er hatte sich Luma irritieren lassen davon, dass er bei der Forward-Smash in der Animation sehr weit nach vorne geht, eigentlich immer viel weiter hinten stand. Luma wieder mit dem Ducken. Da wollte er mit dem Turnip den Weg abschneiden, hat aber gesehen, dass es nicht ganz funktionieren wird, weil Leon tatsächlich wartet, um darauf zu reagieren, was da mit dem Turnip passiert. Woraufhin sich Lumas Hitbox natürlich nach oben gewaltet hätte und er das nicht machen konnte, weil Leon ihn dann gepunished hätte wie Sau. Leon event die Stocks gerade. Und, die Downsmash kommt durch jeden noch so großen Schild und Roy hat keinen wirklich großen Schild. Einfach immer wieder durch. Oh, und da mit einem nicen Grab. Ein bisschen gepummelt und weggeworfen, würde ich sagen. Oh, läuft bei ihm der Sniper, er trifft sie alle. Shoutouts an KP Marmen, der gerade auf dem Wacken ist und uns gar nicht zuhört. Schade. So, hier wird der nice Grab nach dem Warten.
Luma kriegt das immer wieder hin, sich unter der Plattform zu ducken und dann eine Upsmash zu machen. Leon hätte langsam mal verstehen müssen, wie das funktioniert. Der Sniper! Aber er kann das Edgeguard leider nicht verwandeln, was das erste Match für ihn gewesen wäre, definitiv. Ah, die Kombos! Und hier wird, hier wird an der Edge gestallt. Oh, Luma mit einer nicen, Center Stage-Rolle, die natürlich gepunished wird, weil. Was soll er anderes machen als eine Center Stage-Rolle? Nice Get-Up Attack, sehr schön gewartet. Gefällt mir gut, was er gerade da veranstaltet. Da sehen wir die Knockbacks von Roy's Forward Smash, wenn er die nicht da trifft, wo er sein Schwert greift. Da wird's kritisch. Oh, nice. Nice Combo Breaker näher. Hätte fast noch gesniped, aber Leon hat das Match dann doch gutzeitig beendet, indem er sich hat fallen lassen. Es steht 1-0 in diesem Grand Finals für Luma. Das soll aber nichts heißen, denn in allen drei Sets stand es vorerst 1-0 für Luma. Hier wird die. Ah, der Marv wird gepullt. Leon versteht nicht, dass dieses Matchup gar nicht so gut ist, aber wie er vielleicht denkt, aus der Zeit, als er noch mal Lee gespielt hat und man gesagt hat, Marv kriegt jede Peach. Peach ist behindert gegen Marv. Das Ding ist aber, dass Leon im Brawl, und das wissen Leute, die kein minderwertiges Spiel spielen, vielleicht nicht unbedingt, im Brawl tatsächlich Marv Main ist und sicherlich die Mechaniken dieses Charakters gänzlich verstanden hat. Da wollte er mit der Can-Combo ein schönes Zeichen setzen. Luma hat allerdings verstanden, dass die Dash-Attack von Peach Map in jedem Bezug einfach zerwichst. Luma mit der Center-Stage-Rolle, die nicht gepunished wurde, weil auch Leon sich in Richtung Kante sehr unsicher gefühlt hat. Und Leon juggelt Luma den Arschbund. Weiterhin. Luma hat aber auch verstanden, dass der Schirm immer eine gute Option ist, egal wie weit man offstage ist. Immer sofort schirmen, dann geht's ab. Luma mit der Rolle, die nicht gepunished werden konnte, weil Leon das nicht gesehen hat, dass Luma da rollen wollte. Und Luma mit einer ziemlich fragwürdigen Dash-Attack. Nichtsdestotrotz sind alle noch auf, alle beiden noch auf 4 Stocks. Die Kontrahenten schenken sich quasi relativ wenig. Leon hat allerdings so viel Prozente gemacht, dass er killen könnte. Luma nice durch die Geduld von Leon hindurch geforward-aired, mit der Krone schön einen weggesetzt. Und Luma hat zwar den Weg für einen Retreat abgeschnitten, aber nicht mit einem Spotlight gerechnet von Marv-Seite. Schade. Luma auf 199% in diesem ersten Stock. Wir sehen ihn nicht mehr sterben heute. Und die Up-Air kommt. Wir sehen ihn noch sterben heute. Kommentator des Curse, ihr kennt das. Oh, nicer Power Shield auf die Dash Attack. Ich schätze mal, es war einfach so knapp, wie es gehen, wie es nur gehen kann. Akuma steht im Weg und ihr wisst, Akuma ist nicht von kleinster Gestalt. Es ist schwierig. Jetzt haben wir das Mikrofon wieder angeschlossen. Akuma ist ein kleines Malheur passiert. Und Akuma war das eigentlich gar nicht, haben wir gehört. Vielleicht war das gar nicht. Wir sehen, dass der Marv von Leon tatsächlich eine sehr gute Idee war gegen Peach. Luma hat das Problem, dass er nicht finishen kann, weil er sehr schwer durch die... Oh! Nice Forward Smash. Also eigentlich nicht. Aber es funktioniert. Oh! Keine DI auf den Forward Throw von Luma und somit hat Leon genau einen Stock Führung. Was Luma mit einer Gecrouch-Kette für Down Smash und danach eine Angst Down Smash, die nicht trifft, versucht wieder gut zu machen. Und einer weiteren Angst Down Smash, die nicht trifft. Schade. Luma spielt ein bisschen wie ich. Ich glaube, ich könnte auch an dieser Stelle stehen. Wie ich früher gespielt habe, als Charlie Peach noch erlaubt waren in meiner Welt. Jetzt habe ich allerdings strenge Restriktionen von meinem Sozialarbeiter bekommen, Peach nicht mehr spielen zu dürfen. Luma hingegen hat sich diesen Fluch entzogen. Spielt weiterhin Peach und es sieht nicht sonderlich gut aus. Auf dieser Stage ist es allerdings relativ schwierig für uns, da wir hier keine Bands haben beim Best of 5 Grand Final, kann auch mal Final Destination gecounterpickt werden. Und Mart auf Final Destination zu ficken ist vielleicht... Oh, da wurde die Bombe gezogen! Meine Damen und Herren! Oh! Jetzt ist Lumas Mindset komplett im Arsch. Er wird jetzt 3 SDs machen. Und oh, nice! Leon sehr nice die ersten beiden Hits gefangen, um zur richtigen Seite rauszukommen. Oh ja, sehr schön, sehr schön. Luma mit der Downside jetzt gerade, aber leider zur falschen Seite, wie auch schon zuvor. Leon hat das verstanden. Leon zieht den dritten Stock von Luma. Luma bleibt allerdings geduldig und versucht das wieder zurückzuholen. Luma schön mit einer überzeugenden Downsmash. Ich glaube noch Leon Invincibility. Worauf Leon nicht geachtet. Gibt es in dem Brawl keine Invincibility? Ja, ich glaube, ich muss dir nichts erzählen hier. Luma schön wieder versucht, Kombos zu starten, aber
kriegt das Follow-up leider nie so wirklich gut hin. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber es liegt höchstwahrscheinlich auch an der Stage. Wenn er jetzt Plattformen hätte, mit denen er arbeiten könnte, dann wäre das vielleicht gar nicht so gut. Da Marv über ihm natürlich immer eine gute Möglichkeit für ihn ist, die Combo fortzuführen. Und da mit einer sehr schönen Nair out of Shield einfach schön gewartet, den Hitler gepunished und das Edgeguard und, oh schade, ich hab den Edgehog kommen sehen, aber es ist leider nicht passiert. Oh, nice, das Turnip gefangen. Oh, aber Luma wunderschön mit der Forward Air den Stock gefinished und wir sind even. Luma hat zwar ein paar Prozente mehr, aber wir sehen, das macht ihm nicht so viel aus. Er wird zwar gejuggelt, aber das können wir hinkriegen, Leute. Ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil Luma tatsächlich aus dieser Stadt kommt und der andere aus Frankreich. Und ihr wisst ja, dass das ja nicht immer die besten Voraussetzungen sind, um der Liebling der Crowd zu sein. Und vor allem auch nicht der Liebling des Kommentators. Und Armada gegen Klex hatte ich nicht so knapp in Erinnerung. Aber oh, da wurde mit der Forward Smash gefinished. Sehr nice. Leon holt das 1:1. Es geht wieder hin und her, back and forth, ping pong, could go either way. Wir haben alle Phrasen, wir haben tatsächlich ein Kommentator-Phrasenbuch aufgeschlagen vor uns. Was? Mit dem Feuerzeug? Raucht nicht. Okay, es sieht aus, als würde Leon Marv bleiben. Woraufhin Luma sicherlich Peach counterpicken wird, weil, also was heißt counterpicken, aber ist ja auch ein relativ evenes Matchup. Luma ist nur besser, glaube ich, in dem Marv-Matchup mit Sheik, weil er darin deutlich mehr Erfahrung hat. Denn früher, müsst ihr wissen, gab es keine Peach-Spieler in Deutschland. Das totaler Schwachsinn ist, weil er gar nicht gegen eine Peach spielt. Ich bin ein bisschen dumm gerade. Luma nimmt das Tag raus wie ein Profi. Sonst könnte man sehen, wenn er abgehen geht. Und Luma mit First Blood. 13%, eine sehr nice Forward Air. Oh, noch die zweite Forward Air hinterhergesetzt. Und Luma kämpft auf den Plattformen mit den Nadeln. Allerdings lässt Leon sich das nicht gefallen. Leon möchte ihn auf einer Ebene mit sich haben. Und Leon tag-chased wirklich furchtbar gut. Das, also auch mit Marv. Ziemlich heftig, was der Dude abzieht, Leute. Das sollt ihr nicht unterschätzen. Luma verzichtet auf die Center-Stage-Rolle und geht so weit weg, wie er kann. Eine sehr gute Entscheidung, denn das Follow-up für Leon sah dann doch eher mager aus. Das Mikrofon muss näher an den Mund gehalten werden, wurde mir gerade mitgeteilt. Leon hätte gerade fast Estate, ist ihm dann aber doch nicht passiert. Oh, mir wird der Aschenbecher gereicht. Ich kriege hier wirklich... okay, jetzt möchte ich Prostituierte und Schnaps. Okay, meine... Meine Minions besorgen mir hier allerlei verrücktes Zeug. Ein Aschenbecher zum Beispiel und ein Mülleimer simultan. Luma leider mit dem SD beim Recovern. Das Gute bei Luma ist, und das wissen wir alle, dass ihn sowas einfach nicht aus der Fassung bringen kann. Luma hat ein sehr starkes Mindset und choked nur sehr selten. Leon ist nun mal ein wirklich guter Gegner. Und wir sehen, dass Leon in diesem Match auch im Moment noch die Oberhand hat, aber Luma kann das jederzeit umdrehen. Glaube ich, hoffe ich, sehe ich. Und Event. Event, was für ein schönes Wort. Er gleicht aus, wollte ich sagen. Leon spammt die Zonen, die Luma rein will mit seinen Forward Airs zu. Sehr klug von ihm, denn die Forward Airs haben so gut wie keinen Lag und sind sehr schwer zu punishen. Luma muss hinter die Zone kommen und eine Back Air reinsetzen oder sowas. Das wäre eine Option, aber es ist sehr schwierig, denn Leon deckt das sehr gut ab und retreatet auch mit den Forward Airs, so dass es für Luma schwierig ist, durchzukommen. Das Problem bei dem Matchup für Luma ist größtenteils, dass er Schwierigkeiten hat, einfach in Marvs Einflussbereich zu kommen. Nicer Downhill, aus dem er leider nichts machen kann. Da steht jemand gerade im Bild, schade. Okay, jetzt nicht mehr, aber schön gemacht. Es funktioniert, die Symbiose aus Crowd und Kommentator läuft hier sehr gut. Luma mit dem Multiple Pummel und dann, oh ja, schöne Down Smash, um das Edgeguard zu bekommen. Luma geht jetzt also in Führung, nachdem es anfangs eher mager für ihn aussah. Aber wie schon gesagt, Luma hat ein sehr starkes Mindset und lässt sich von so gut wie gar nichts beeindrucken. Könntest du bitte ein bisschen aus dem Bild gehen? Ich muss hier ein Match kommentieren. Ich bin eine sehr wichtige Person.